Ein besonderer Gast, das Idol vieler Teenager in aller Welt, sollte in der letzten Nacht mit dem Tamtam showgeschäftlicher Ehrerbietung in Frankfurt empfangen werden. Anthony Perkins, berühmt durch seine Darstellung der Hauptrollen in Psycho und Lieben Sie Brahms. Doch die geplante Begrüßungszeremonie mit Willkommenheißen der Twistkapelle verlief sich auf dem Frankfurter Flughafen unverrichteter Dinge im Nebel. Der Star nämlich war dank einiger Unregelmäßigkeiten im Flugplan längst und im Übrigen einsam in einem Frankfurter Hotel eingetroffen, wo es nur noch gelang, in vorgerückter Stunde mit ihm ein kurzes Gespräch zu führen. Nachdem er versicherte, einen guten Flug gehabt zu haben, sagte Perkins, er sei zur Premiere seines Films Die dritte Dimension gekommen und nicht zuletzt, um Appleboy zu trinken. Auf die Frage, was in diesem Film, den er mit Sophia Loren gedreht hat, geschehe, antwortete er, es ist eine geheimnisvolle Geschichte, ein Kriminalfilm mit Erpressung und Eifersucht, eben ein geheimnisvolles Drama. Und auf die etwas indiskrete Frage, wer seine liebste Schauspielerin sei, wandte er sich geschickt mit den Worten aus der Affäre. Und das ist nicht nur indiskret, das ist unmöglich zu beantworten. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Aber sagen wir, immer die Partnerin in dem Film, den ich gerade drehe. Oh, that's not indiscreet, that's impossible. That would be, that's an incomparable question. I couldn't begin to answer that. I'll just have you let my performances and my pictures decide that itself. So.